Also wirklich was von haben tue ich auch nicht, ne? Also ich habe hier nichts von. Fantastisch. Glaube ich. Also die haben anscheinend den Bunker auch sehr erweitert. Aber wie... Da muss ich hier unten hingestellt haben, so, ich bin Rawak, ich habe jetzt hier was zu melden. Und alle haben gesagt, oh, ja. Ach, hier wohnen die Wachen. Okay. Wenn die gerade schlafen, scheint es ja Nacht zu sein. Was da unten? Das ist echt toll, dass wir uns das hier alles angucken können, aber... Tja, das Spiel zwingt mich ja quasi dazu, Berserker zu werden. Oh, hier ist ein Trank. Hier ist auch niemand. Ach, die Tresore lohnen sich eh nicht. Da ist da wahrscheinlich irgendwas Geiles drin oder so. Oh, Bremsdüsen. Brauche ich aber nicht. Was ist das hier? Das ist ein Waggon, ne? Kann ich da rein, ohne drauf zu gehen? Sehr laut. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Noch ein bisschen Gold. Das nehme ich mit. Hier ist auch noch ein bisschen Gold. Ja, hoch da jetzt. Noch irgendwo? Nö. Ja, ganz toll hier. Super. So, da kann ich nicht weiter rein. Da kann ich auch nicht wirklich, weil nicht genug Zerstörung. Also, ihr habt es gesehen, ich habe es versucht. Ich wollte Morgoth beitreten, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich könnte jetzt hochgehen, lauter Kellerasseln und Zivilisten töten, aber drauf geschissen. Tja, dann bleiben mir ja nur die Berserker, oder? Würde ich mal behaupten. Dann bleiben mir ja nur die Berserker. Wir könnten noch mal ein bisschen Dingens hier. Prüfung der Außenwelt. Wir können mal bei Attila gucken, ob der noch was hat. Vergesslicher Outlaw ist leider verbuggt. Der war oben, ne? Dann halt nochmal zu Attila. Ihr können wir dann auch nicht weitermachen. Bei ihr. Nicht ihr. Sondern bei ihr. Weil wir nicht beitreten können. Weil wir zu gut sind. Ja gut, deren Ding ist ja die Zerstörung und wir sind mehr so der Erschaffer. Schade für euch. Ich will kämpfen. Wie gesagt, die Arena ist noch nicht... Dann halt nicht. Okay, dann treten wir jetzt den Berserkern bei. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das dauert mir alles viel zu lange hier. Alle anderen, die Autos sind unnütz. Die Kleriker genauso und die Alten. Dafür ist mir das Elixier zu gut und zu teuer. Außerdem will ich auch kein Alt mehr sein. Deswegen werden wir jetzt Berserker. Zack. Und dann nützt es ja nichts.
Ich habe mich entschieden, ich möchte Berserker werden. Sehr schön, mein Freund. Wie du mit Sicherheit weißt, wirst du nun einen Eid ablegen müssen. Aber da wir nicht in Goliath sind, steht es mir zu, diesen Eid für unsere Bedürfnisse anzupassen. Sprich mir nach. Ich gelobe feierlich. Ich gelobe feierlich. Meine neuen Aufgaben als Werker anzunehmen. Meine neuen Aufgaben als Werker anzunehmen. Die Setzlinge zu hüten, ihre Entwicklung zu überwachen und persönlich die Verantwortung zu übernehmen, wenn es mir nicht gelingt. Die Setzlinge zu hüten, ihre Entwicklung zu überwachen und irgendwas mit Verantwortung. Egal, passt schon. Kommen wir zum wichtigen Teil. Willst du dem Herrn dieser Gemeinschaft treu ergeben sein? Also... Sag einfach ja, sonst werden wir nie fertig. Ja. Wirst du seine Befehle befolgen und niemals hinterfragen? Ja. Dann nehme ich dich in unsere Gemeinschaft auf. Nimm diese Rüstung. Sie soll ein Zeichen deiner Ergebenheit sein. Sitzt wie angegossen. Schön, kommen wir zum Schlussteil. Willkommen in unserer Mitte, Bruder. Möge das Mana deinen Pfad in rotes Licht tauchen und bla bla bla. In Ragnars Namen. Hm. Wie war das nochmal? Yay, ich bin wieder ein Werker. Guck mal hier, die Rüstung. Ist das ein Bild aus dem ersten Teil oder ist es voll unscharf? Gab auch nur ein Oberteil oder was? Ja. Na, unsere ist aber besser. Rebellenkleidung. Danke, ich nehme die wieder. Was ist das hier? Gute Berserkerrüstung. Ja, toll. Ich lach mich tot. Eine Waffe wäre schön gewesen, sowas. Guten Tag. Ich bin jetzt Berserker. Was soll ich tun? Kann ich irgendwo sehen, wo mein Rang ist? Rang und Namen? Also, weil wir den ganzen Berserker-Scheiß hier lernen. Nur, jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Mana-Trank auf dem Quick, ne? Wobei, nee, für Kämpfe. Ach. Brauchte ich vorher auch nicht. Wofür jetzt? Schade eigentlich. Ich wäre eigentlich gerne auch Morgon gewesen durch diese Fähigkeiten hier. Aber, naja, Computer sagt nein. Dann können wir ausprobieren, was es hiermit auf sich hat. Ne? Flammenwandler. Flammenbogen. Ob das Mana kostet oder nicht. Weil das steht hier ja nicht. So, hätten wir das auch erledigt. Ich nehme an, du hast Fragen. Ein paar. Wo bekomme ich neue Ausrüstung her? Eine Rüstung hast du ja bereits bekommen. Aber ich verstehe schon, es gibt natürlich auch noch die passende Hose und den passenden Helm zu deiner neuen Rüstung. Du musst verstehen, wir können hier nicht alles umsonst verteilen, sonst hätten wir bald nichts mehr. Du findest hier im oberen Viertel einen Rüstungshändler, der ausschließlich an Berserker verkaufen darf. Geh zu ihm. Du wirst von ihm alles bekommen, was du in deinem neuen Rang kaufen darfst. Außerdem solltest du möglichst schnell Haller aufsuchen. Warum? Na, sehe ich so aus, als könnte ich dir etwas über Magie und den ganzen Hokuspokus beibringen? Sie hat ihr Lager im Haus der Wachen aufgeschlagen. Du kannst sie nicht verfehlen. Wie geht es jetzt weiter? Du bist jetzt ein Werker, also wirst du Werkeraufgaben verrichten. Scrappy, hast du ja schon geholfen, dass unsere Eisenmine wieder in Betrieb gehen kann. Aber ich bin sicher, Thorhild oder Tilas haben eine Menge für einen neuen Werker zu tun. Melde dich bei ihnen. Und jetzt geh, ich habe noch einiges zu erledigen. Yay, dürfen wir wieder Drecksarbeit machen. Wir sind der stärkste Mann im Vor, wir müssen wieder Müllarbeit machen. Großartig. Ich war schon da. Ja, alles klar, Ulf.
Ist gut, Ulf. Ich glaube, du bist hier so ein bisschen der Voropa, der so ein bisschen, naja, in irgendeiner Zeit stecken geblieben ist. So, wer war denn jetzt? Warst du der Rüstungsmacher? Ah, ein neuer Kunde. Ja. Wie ich sehe, hat dich Red in unsere Reihen aufgenommen. Und dies kommt dir jetzt zugute. Ich habe einzigartige Waren, insbesondere Rüstungen, die ich ausschließlich an Berserker verkaufen darf. Natürlich darf ich dir nur Sachen verkaufen, die deinem Rang entsprechen. Also sieh dich ruhig um. Zeig mir deine Rüstungen. Nichts lieber als das. Habe ich dir schon mal Dinge verkauft? Ich meine, die Waffen sind ja echt niedlich, die du hier hast. Ach, Rebellenkopfbedeckung haben wir auch, ja? Die habe ich schon. Gewöhnlich. Oh, der kann mir aber alles verkaufen anscheinend, ne? Und Jetpack. Ja, okay, danke. Tilas und Tohl. Tilas warst du, ne? Nee, warte mal, du warst auch Tilas, oder nicht? Ach, du warst Halber. Ach, Tilas war der Dingens. Ach, warte. Magie. Hey, ich habe mitbekommen, dass Red dich zum Werker gemacht hat. Nach allem, was ich gehört habe, bist du durchaus in der Lage, das anzuwenden, was ich lehre. Wenn du also in die Geheimnisse unserer Gemeinschaft eintauchen willst, reicht ein Wort und ich werde dich unterweisen. Wort. Bring mir etwas bei. Gerne. Was willst du wissen? Ach, Rüstung hast du auch drauf? Okay, cool. 75. Magischer Arm. Hier diese Waffe an, um deinen Körper mit Mana durchfluten zu lassen. Du kannst mit ihr starke Fernkampfangriffe ausführen. Mächtige Nahkampfangriffe. Naja, mit 75 Feuerschaden. Ich weiß ja nicht. Feuerfuchs Ace. Was ist das hier? Feuerregen. Lässt Feuer vom Himmel herabregnen. Mhm. Das ist ein Zauberspruch. Okay. Wie viel habe ich denn ein? Fernkampf oder Nahkampf? Ich würde erstmal den machen. Das flammende Inferno. Du hast jetzt eine Magiewaffe. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Features für deine Waffen freischalten. Toll. Zweihändig. Wie zweihändig? Wo mache ich denn die hin? Mach mal auf die 8. Okay, ich muss mal testen. Ich komm gleich wieder. Ich meine, die anderen sind eh draußen. Gehen wir da hin. Ich muss mal testen. Gucken, ob ich irgendwo Gezuppel finde. Das Ding ist, jetzt geht's halt immer noch weiter. Und ich kann diese Quest hier quasi immer noch... Also ich kann... Brauche jetzt immer noch keine Hauptquest weitermachen. Vermute mal, der blaue Balken mit Mana sein. Kann ich das denn regenerieren? Mana umhüllt dich.
Mana plus 100. Flammenwandler, Pyroüberladung. Mana-Schild. Mana-Entfesselung. Ich würde gerne mal was anzünden, so zum Testen. Ist hier irgendwas, was ich abfackeln kann? Ein Bandit. Ein Frosch. Irgendwas? Hallo? Natürlich ist hier mal wieder gar nichts. Hallo? Ich möchte gerne Dinge anzünden. Hier ist das Weltenherz, ja. Toll. Sonst stoße ich alle 3 Meter auf irgendwelche Feinde und jetzt brauche ich mal welche. Jetzt sind keine da oder was. Da vorne ist irgendwo einer. Hier ist ein Feuer. Wahrscheinlich bin ich gleich tot, weil das so schwach ist, dieser Angriff. Das waren 75 Schaden? Kann ich gar nicht glauben. Vor allem, wie wenig Mana verbrauchten das. Das war schon krass, oder? Gegen so einen vielleicht nicht so gut. Und hier war gerade irgendwo noch ein großer. Großer, da ist er. Also ist okay, aber ist jetzt bis jetzt nicht überragendes. Gegen so große Gegner, die wir locker wegsnacken, kann das Feuer noch nicht viel ausrichten. Hier schon mal? Offensichtlich nicht. Man kann ja nicht, wenn hier so ein Unhold rumrennt. Offensichtlich hat jemand Morkorn gewohnt. Oder ein Morkorn-Aussteiger. Gut, wenn wir ehrlich sind, wir treten nur einer Fraktion bei, um noch bessere Ausrüstung zu bekommen. Weil die Zauber, die haben mich schon im ersten Teil hier von den Berserkern überhaupt nicht interessiert, weil die viel zu viel Mana verbraucht haben und dann noch effektiv viel zu schwach waren. So, da ist noch ein Wüstendeivel. Vor allem, dass hier denn so Fernkampf. Das ist doch kein Fernkampf, Alter. Das ist doch ein Nahkampfangriff. Ich kann auch so gut Feuer vorfliegen. Ja nicht mal oder so. Viel zu ineffektiv. Also da lege ich mir wieder den Granatwerfer auf die 8. Da habe ich glaube ich mehr von. Als von dem komischen Feuer hier. Vielleicht wenn das nochmal stärker wird, okay, aber ansonsten eher nicht so.
schon mal. Was ist denn das? Wo bin ich überhaupt? Das ist hier. Na, doch, hier muss ich ja schon mal gewesen sein. Oder nicht? Achso, warte. So und so. Guck mal, hier kommt gleich irgendwer. Zwei Schuss, Alter. Anscheinend war ich da. Anscheinend war ich hier doch noch nicht. Wieso war ich hier noch nicht? Was hier los? Ich dachte, ich war jetzt schon überall. Kann ja nur nicht auf der Karte nicht eingezeichnet sein. Oh, finde ich hier das, was ich denke? Vielleicht? Das wäre natürlich schön, unseren komischen Prototypencode. Okay, von oben nach unten. Nun, zack, zack, zack. Okay. 9 und 4 ist richtig, das dazwischen ist falsch. 6 und 2. Auch nicht. 6 dahin, also 8 und 6. Geht doch. Geld und beschädigte Raketenwerfer. Ja, ist okay. Ist okay. Kleiner Bunker. Oh, guck mal da. Da sehe ich noch eine Knarre. Ach nee, ist eine Lampe. Okay, anscheinend war ich hier doch noch nicht. Wieso war ich hier noch nicht? Was stimmt denn nicht mit mir? Faszinierend und merkwürdig zugleich, dass ich noch nicht war. Ich kann mir auch nicht erklären, warum ich hier noch nicht war. Die Schrotflinte ist einfach übermäßig geil. Ich muss mehr Schrotmunition kaufen. Ich würde am liebsten nichts anderes mehr machen, als mit dem Ding hier rumzuballern. Bin ich noch irgendwo so ein Scheißvogel oder war das der? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Bin ich hier? Ich war hier, aber hier war ich nicht. Und hier war ich doch auch schon, oder nicht? Ich meine zumindest. Okay, dann gucke ich mal, ob da oben noch was ist. Da drüben ist so eine Hütte oder sowas. Okay, hier oben ist nichts drauf. Was ist das hier für ein sexy Krater? Alter, das ist einfach zu krass, ey. Die Schrotflinte ist einfach viel zu krass, Alter. Warte mal, war ich hier nicht schon mal? Hier war auch so ein Ogre oder Bergtroll oder was weiß ich nicht was, ne? Die sind alle schon wieder nachgespawnt hier, die Viecher. Oh, guck mal da oben. Okay, da muss ich eben Maßnahmen ergreifen.
der wirft eh nicht bis hierher. Hier mal sehen. Aber ich habe doch hier schon aufgeräumt, oder nicht? Heute sogar, das ist auch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich genau. Oder war das ein anderes Loch? Ne, ich glaube, das war ein anderes Loch, ne? Wenn ich mich hier so umgucke. Nee, das war genau das Loch. Das war aber sowas von dieses Loch hier. Alter, die spawnen aber schnell nach. Ist nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, ich frage nur, aber... Ich meine, wir waren hier erst vor ein paar Stunden. Ist noch nicht so lange her. Die hätten hier keine Schrotflinten einbauen sollen, die so heftig sind. Super geil. So, da oben waren noch so fliegende Viecher. Ah, der Flammbogen ist ja total... Der ist ja richtig exorbitant scheiße. Beim Fernkampf soll das sein. Was bist du denn für einer? Wo die hin? Warte, lade nach. Und da nochmal schon wieder ein Abfang. Abflug. Aua. Ich habe Aua gesagt. Ist taub? Ich habe mir gerade ins Ohr geatmet. Ich glaube, der ist gerade elendlich verreckt. Wer ist hier noch? Eigentlich noch einer? Da oben der. Und noch ein kleiner Tresor. Ein Tresor, ein Tresor, ein Tresor. So, was haben wir denn da? Groß, klein, groß. Okay. 0, größer 5, kleiner 2, größer 8. Okay, fast. Mhm. 5, größer 9, kleiner 0, größer 6. Okay, 6, 5. Geht doch. Easy. Toll. Schrott. Warte mal. Wo will der hin? Wo bist du denn? Oh mein, die habe ich gar nicht gesehen. Die dumme Sau. Ja, okay. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Jetzt wollen wir hier auch. Ist das eingezeichnet? Das ist nicht eingezeichnet. Okay. Herr Jemini, okay, okay. Dann bleibt das da noch, ne? Ich weiß gar nicht, war ich da schon mal effektiv? Bin ich mir mittlerweile unsicher, wo ich schon war und